Nun, liebe Freunde und Freude habe ich, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich möchte Ihnen einen Gast vorstellen, der gleichermaßen in Ost wie in West eine große Anhängerschar besitzt und der nun zu uns nach München gekommen ist. Wir sind sehr glücklich darüber. Karel Gott. Seine Lieder, seine Evergreens, die er bringt, sind überall sehr beliebt. Und er will heute an den unvergessenen Komponisten Gerhard Winkler erinnern. Wir hören von ihm die Capri-Fischer. Und nun für Sie unser charmanter, lächelnder, treuherzig blickender, einschmeichelnder, sympathischer Schwiegersohn sein könnende Karel Gott. Da ist er. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fische mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze auf. Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament ihren Weg mit den Bildern, die jener Fischer kennt. Und von Gott zu Gott das alte Lied erklingt. Hör von Herrn, wie es singt. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie. Sieh den Lichterschein draußen auf dem Meer. Ruhelos und klein, was kann das sein, was ihr dort spielt nachts umher? Weißt du, was da fährt, was die Blut durchquert? Ungezählte Fische, deren Lied von Fernmann hört. Bella, bella, bella Marie, bleib dir treu, komm zurück morgen früh. Bella, bella, bella Marie, vergiss mich nie, vergiss mich nie, vergiss mich. In Dalli Dalli mit einem Lied, kommt sicherlich in anderen Fernsehsendungen mit mehr Liedern. Wir freuen uns, dass er uns hier besucht hat. Und ich habe eine gute Ansage für die...